Tennis Ellbogen muss nicht unbedingt etwas mit Tennisspielern zu tun haben, das betrifft ganz viele andere Leute auch. Es handelt sich um eine Reizung vom Ansatz der Muskelgruppe vom Unterarm. Für das zeige ich jetzt zwei Übungen, dass ihr das vorbeugen könnt. Mein Name ist Silvan Küng, ich arbeite als Physiotherapeut im Universitätsspital Zürich. Bei der ersten Übung geht es darum, die obere Muskulatur zu stärken. Sprich, ihr nehmt ein kleines Gewicht, positioniert euch den Unterarm so auf eurem Bein und bewegt das langsam auf und ab. Ihr macht 10 Wiederholungen, 3 Serien, zwischen den Serien 2 Minuten Pause. Sollte das mehr als 10 Mal gehen, könnt ihr das Gewicht erhöhen. Die zweite Übung ist sehr ähnlich wie die erste. Wir trainieren einfach die andere Seite vom Unterarm. Das heisst, ihr nehmt das Gewicht, legt es wieder aufs Bein, macht diese Bewegung. Auch hier wieder 10 Wiederholungen, 3 Serien, 2 Minuten Pause dazwischen. Das Ziel davon ist, dass wenn diese Muskulatur arbeitet, dass die hier entspannt wird. Gut ist, wenn ihr die Übung jeden zweiten Tag macht. Nicht verschrecken, auch wenn ihr Muskelkater bekommt, ist alles in Ordnung. Das soll sogar so sein. Merken, dass ihr es richtig gemacht habt, tut ihr eigentlich dann, wenn ihr nie einen Tennis-Ellbogen bekommt.